Hallihallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder für euch der dritte Spieler mit Paladin Fenris an Maus und Tastatur. Und ich sollte mal diese verdammten Fledermausflügel loswerden. Ja, ganz würde ich gebrauchen. Wobei... Moment. Was willst du? One of these artifacts is a fraud. Ja, eins davon könnte eine Fälschung sein. Aber erstmal weg mit den Fledermausflügeln und helfen wir den Leuten hier. So, eins davon ist eine Fälschung. Help me figure out which. Ich würde sagen, Sherlock Holmes, eine glühende Lupe. Haha. Wunderbar. Good sized arrowhead. Eine Statue. Sehr schön. So, das ist ein schönes Bild. Wollen wir mal weiter. Oh, hier ist ein Bild. Was ist das? Help Maxwell provide art that will be sure to please patrons of the museum. Später. Erstmal, was haben wir hier? Was haben wir hier? Ja. Ach, wobei. Das wird bestimmt witzig. Ob ich wieder mit Billardtischen arbeiten kann? It's opening day in the frames. Was bist du denn hier? Optimus Prime? Mecha, that I would find artistic. Okay, was könnte einen Roboter künstlerisch ansprechen? Genau. Nicht. Kein Sonic Screwdriver. Okay, dann nehmen wir einen Stück Metall. Piece Oak Metal. Prince Oak Metal. Was zum Teufel? Der Prinz Eichenholzmetall. Und es ist ein Kunstwerk. Was zum... Was zum Geier? Was war das? Ah. Okay, wer ist dieser Schutzpatron für dieses Bild? Troglodyte. Was auch immer ein Troglodyte ist. Ist es ein Höhlenmensch oder nicht? Oder doch? Könnte ein Höhlenmensch sein. Irgendwas, das ihn anspricht. Ich würde sagen, wir sind schon mal dabei. Eine aggressive Grapefruit. Ha. Ich hatte schon immer ein Gespür für Kunst und für den Zuschauer, der das Wesen dieses Werkes erfasst mit seiner Seele, mit ein Geist. Okay, that I would find artistic. Was hältst du von... Ich weiß genau, was ihm gefällt. No. Zulu. Zulu. Oder so. No, no, no. Dann nehmen wir, Zombie Painting. Yeah. Es ist ein Meisterwerk. Last Patron ist hier. Frame und so weiter. Letzter Frame. Okay, was ist da? Oh. Invisible Man.
Das erinnert mich an diesen einen Film Jagd auf einen Unsichtbaren, wo da ein Typ da in so einem Laborkomplex war und da hat dann irgendwer so Kaffee über die Konsole verschüttet und bang, bang, bang und dann waren große Teile unsichtbar, er selbst eingeschlossen. Und da war dann diese Szene, wo er quasi vorm Spiegel steht und sieht, wie sein Magen sein Essen verdaut. Und das fand er nicht ganz so witzig. Also. Dammit. Was ist... ein unsichtbarer Magen. Haha, super, ich bin ein Genie. Und das Sparschwein ist gefüllt. Pick up oder so? Ja. Irgendwie hat der Jingle jetzt zu früh aktiviert oder so. Oder auch nicht. Egal. Hat funktioniert. Weiter geht's. Was war? Was ist denn mit der kaputt? Okay, was will der? I need something to connect these bones together. Ich hab genau das Richtige. Nimm Draht. Pinken Draht. Was zum... Untoter Pinguin? Untoter Pinguin? Ich weiß nicht, was mit diesem Pinguin verkehrt ist, aber... Sei mal friedlich hier. Geht doch. So. Also irgendwas hier... Nein. Es werden auf einmal hier alle untot. No. Das ist... Nein. Ja, reset. So, das haben wir schon mal. Ah ja, ich wurde ja jäh unterbrochen. Pinker glühender Draht. Okay, das haben wir. Stimmt, das war ja schon, hatte ich ja. So, was ist denn? Get past the guard and security camera so I can take back my diamond. Ich glaube nicht, aber dass sie bei der Kamera wirken. Ein Grapefruity Suit. Grateful Suit, Graffiti Suit. No. Nein. Graffiti Suit. Nee, das wird auch nicht. Ich würde sagen, Invisible Pink Suit. Swimsuit von mir aus. Hier. Bist du jetzt? Nein. Ist er nicht? Komm, hier streicheln. So, guter Junge. Wie so ein Tarnmantel oder so. Okay. Was ist mit dir? Wink. Nein. Wie kommt der da an dem vorbei? Ich meine hier, Getra, was zum Teufel hast du da Hässliches auf dem Kopf? Ich habe eine Idee. Ich habe eine ziemlich gute Idee. Elektromagnetische Grapefruit. Haha!
krasse Grapefruit. Und jetzt... Om nom nom. Sollte das geklappt haben? Back, pick up. Ein Eisdiamant? Was zum Teufel habe ich denn jetzt gemacht? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, die Kamera ist doch außer Gefecht. Komm, so, die ist es außer Dysfunctional. So, sie funktioniert nicht. So, die elektromagnetische Grapefruit hat anscheinend nicht so viel geholfen, aber egal. Gut. Schlaf mit offenen Augen. Oh, das möchte ich auch zu gerne. Okay, was ist mit... Was zum... the girl in this painting looks lonely. Aha. Der Doktor wird's schon rechnen. Wunderbar, ich glaube, hier geht's in die zweite Etage. Yes. Na, mal schauen, wie, ob wir das noch in der Episode hier schaffen. Finish my exhibit, Wax Columbus. Was hältst du von, nein, ich muss das eigentlich richtig schreiben. Maraca. Gibt's nicht. Maraca. Shit. Warum habe ich eigentlich schon diese Tasche? Weg damit. No. Garrick, Amoeba, Americum. Americium? Ist das hier so ein Element? Na, oh! Scheiße! Gut, es ist radioaktiv. Man soll lernen, das soll noch einer sagen, in Spielen würde man nichts lernen. Immer wieder interessant. Ein Globus. No more Maracas. Finish my exhibit, Columbus, 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 ship. Hier. Brave New World. So, segeln. Wunderbar. Haben wir's. Kleopatra, eine Wachs-Kleopatra. Vielleicht ein paar Sphingen. Ah, die Kreatur, die Katze oder die Struktur. Nehmen wir mal die Struktur. Overkill. Gut. Ben Franklin. Thunderstruck. Thunderbird. Ah, es war ein Versuch wert. Liebes Tier, weg mit dir. Hier, hat du Blitz. So, und Keita sagt George Washington. Die Grapefruit-Erklärung.
Declamatory Oak Grapefruit. Das musste ja schief gehen. Die Unabhängigkeitserklärung. Grapefruit ist, glaube ich, kein Adjektiv, oder? Graceful. Pink Graceful. Pink Graceful Declaration of Independence. Also schöner sah die amerikanische Unabhängigkeitserklärung noch nie in einem Spiel aus. Würde ich jetzt einfach mal dreist behaupten. Typ, was geht mit dir? Ah, was soll's. So, Museum abgehakt. Ah, das war doch ein schöner Tag im Museum. Wir sind radioaktiv. Das sollte ich mal irgendwie korrigieren. So. Und das war's erstmal für diese Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Paladin Fenris und ich würde mich freuen, wenn ihr hier einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geben würdet, wenn euch das Video gefallen oder nicht gefallen hat. Schreibt mir bitte in den Kommentaren und wir lesen, sehen, sprechen, hören uns in der nächsten Ausgabe. Tschüss!